Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Ja, diese Woche wollte ich euch eigentlich gar kein Video bringen. Was heißt ich wollte? Die Zeit lässt es einfach nicht zu. Dennoch ist es auch für mich komisch, mittwochs mal kein neues Video euch präsentieren zu können. Und deswegen dachte ich mir, ach komm, ich mache schnell spontan mal noch einen kurzen Clip hier zu einer Location, wo ich eh nicht viel groß Zeit hätte, euch was zu erzählen darüber. Wir befinden uns hier übrigens in Dessau. Als wir dort waren, das war übrigens letztes Jahr, hatte es nur einige Tage zuvor hier einen schweren Brand gegeben. Ich denke, die Aufnahmen sprechen hier für sich. Die Feuerwehr hatte hier viel zu tun, man musste über mehrere Stunden viel löschen. Es waren viele Leute im Einsatz und leider sind die beiden gezeigten Wohnhäuser hier einem schweren Brand zum Opfer gefallen. Man spricht natürlich wie immer von Brandstiftung. Wie soll sich auch sonst ein stromloses Gebäude selbst entzünden? Man hatte hier auch immer wieder Obdachlose gesehen, die sich hier ein Nest gebaut haben, wenn man es so nennen möchte. Naja, auf jeden Fall sind die Gebäude wirklich unbetretbar und als wir dort waren, war ringsherum alles gesperrt. Es herrschte akute Einsturzgefahr. Gebäude zählten wohl zur Dessauer Gärungschemie, ein Unternehmen, welches es wohl schon sehr lange gab. Leider ist aufgrund der kurzen Videozeit es nicht wirklich möglich, euch groß was über die Gärungschemie zu erzählen. Auf alle Fälle fallen hier böse Worte wie Zyklon B-Herstellung, aber auch Sachen wie die Zusammenlegung 2011 von vielen einzelnen Firmen zusammen zur wiederum Dessauer Gärungschemie. Also es ist wohl ein Unternehmen, was so hin und her und viele Wandel in der Geschichte durchgemacht hat, aber welches es wohl bis heute anscheinend wo gibt und immer noch für Arbeitsplätze sorgt. Ich verabschiede mich jetzt schon wieder von diesem kurzen Clip. Denkt dran, die nächsten Folgen werden wieder etwas besser, wenn es meine Zeit zulässt. Ich verspreche euch da erstmal nichts. Jetzt hier im Oktober wird es ein bisschen stressig, habe ich euch ja gesagt. Ansonsten bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder. Wie gesagt, erstmal in Anführungszeichen. Bis dahin, bleibt mir gesund, macht's gut und ciao.